Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies 1. Ja, im Seengarten hat sich nichts getan seit der letzten Folge. Ich habe schlichtweg nichts gemacht, habe mich hier um nichts Neues gekümmert. Dementsprechend gibt es nicht viel zu machen. Wir könnten jetzt hier noch ganz kurz eine Blume kaufen, wenn wir dann genug Geld hätten. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir spielen im Survival Mode weiter. 6 Flaggen haben wir gehabt. Continue, natürlich niemals New Game. Ich würde es niemals wagen, hier New Game zu klicken. Okay, hier hat sich nichts Neues getan. Ihr habt gemeint, ich könnte zumindest hier Stacheln hinpflanzen, die erste Reihe. Weil ja theoretisch auch hier Gedönsdinger kommen könnten. Aber ich glaube gar nicht, dass da noch irgendwas kommt, was Stacheln hat. Das glaube ich gar nicht, dass da so ein Fahrzeug kommt. Das würde mich persönlich ziemlich wundern. Deswegen glaube ich, brauchen wir die gar nicht mitnehmen. Ich nehme deswegen jetzt einfach wirklich nur das mit, was wir notfalls vielleicht austauschen müssen. Müssen wir aber im Endeffekt nichts. Jetzt schaue ich nochmal. Wo ist denn jetzt der Knoblauch nochmal? Hier ist der Knoblauch. Und jetzt nehme ich einfach noch irgendwas mit. Wir brauchen nichts mehr. Es ist es ja. Wir brauchen nichts mehr. Ich nehme einfach nur noch irgendwas mit, damit der Platz frei voll wird. Und dann, dann können wir drauf lospflanzen. Ich habe vor, hier jetzt die hinzupflanzen, wobei es sinnvoller gewesen wäre, die da hinzupacken. Aber naja, egal. Das war jetzt Schwachsinn von meiner Seite. Habe ich mal wieder super gelöst. Hier gehört es natürlich hin. Und da muss es nicht hin. Da pflanze ich jetzt so lange noch die hier. Würde ich lieber machen. Haben wir ein bisschen mehr davon. So, und dann ist alles gut und dann ist alles toll. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, momentan tue ich mit dem Let's Playen grundsätzlich ein bisschen leichter, weil ich viel, viel weniger schneiden und rendern und arbeiten muss. In Minecraft ist es noch nicht so optimal. Da funktioniert das mit dem Programm, was ich verwende, noch nicht so gut. Aber in Pflanzen gegen Zombies ist es so toll, weil ich den Rahmen in Echtzeit einblende. Ich muss den also nicht mehr nachträglich noch einfügen und pipapo und bla bla blub und... Ja, ich bin mal gespannt. Das hat mir jetzt vieles um einiges leichter gemacht, wodurch ich auch mehr Zeit habe, weil ich nicht mehr hinterher alles machen muss. Sondern ich stelle es einmal ein, merke mir, wie es eingestellt ist und dann brauche ich da nichts mehr machen. Ich nehme auf und hinterher lade ich es hoch und alles ist gut. Nur bei Minecraft, da kam ziemlich matschige, miese Qualität raus. Da war das jetzt nicht so toll. Ja, habe ich ein bisschen schade gefunden, aber naja, es kann nicht immer alles so perfekt und optimal laufen. Haben wir ja schon gemerkt. Gut. Ah, alleine schon deswegen wären Stacheln nicht gut gewesen, weil dann wären die da drüber gesprungen und hätten da geknabbert. Ja, dann ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir es so gelassen haben. Ich hätte mich vermutlich nur sehr geärgert dann. Kommt jetzt gerade mein Heuschnupfen durch? Kann das sein? Ich merke es gerade, meine Nase fängt an zu jucken. Das ist nicht toll. Ich hasse Heuschnupfen. Habt ihr Heuschnupfen? Heuschnupfen ist doof, oder? Heuschnupfen ist was Bescheuertes. Heuschnupfen ist so Unnötiges. Das braucht kein Mensch. Doch es ist da. Vor allem, ich war immer jemand, der keinerlei Allergien hatte. Keine. Keine einzige. Das Einzige, was meine Ma damals immer meinte, von wegen, ja, mit Katzen irgendwie... wäre nicht gut und bla bla bla. Aber ich glaube, das war einfach nur, damit ich sie nicht streichle. Ich weiß es selbst nicht. Keine Ahnung, weil ich habe ja heute auch keinerlei Probleme mit Katzen. Und dementsprechend, also ich hatte nie Allergien. Und von heute auf morgen habe ich einen Heuschnupfen bekommen. Das ist ganz ekelhaft gewesen. Ich habe halt gemerkt, so diese typischen Symptome, so ein bisschen dieser Nasenschnupfen, den man da hat. Und bin irgendwann mal zum Onkel Doc gegangen und habe dort so einen Heuschnupfentest gemacht. Fand ich ganz, ganz klasse, weil du bekommst ganz, ganz viele kleine Pieksis auf die Haut und da bekommst du dann irgendwelche Flüssigkeit und wenn das rot wird und knubbelig und ein klein bisschen Ausschlag, dann, ja, dann hast du es. Wenn nicht, ach so, doch, hier könnt ihr noch hinpflanzen. Ach ja, da schon her. Da hätte ich noch was hinpflanzen können. Na, okay. Ja, und wenn nicht, ja, dann, dann hast du halt diese Allergie nicht. Und bei mir haben ein paar Punkte ausgeschlagen. Das fand ich gar nicht prickelnd. Das war nicht unbedingt so dolle. Ja, und dann hat es geheißen, ja, Frau, sowieso, Sie haben Heuschnupfen. Ach, super, das freut mich aber, das ist aber toll. Das ist ein Schwachsinn, das ist so unnötig, Heuschnupfen. Weiß auch nicht, wer den erfunden hat. Ich finde den jetzt nicht so prickelnd. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag Heuschnupfen nicht. Es würde mich wundern, wenn es jemand gäbe, der Heuschnupfen mag. So, die knabbern mir meine Knoblauchs ganz schön zusammen. Mögt ihr denn so gerne Knoblauch? Für die ist es gefährlich. Ja, aber der hupft da zum Glück nur drüber, also macht er dem nichts. Dann ist es ja doch nicht so schlimm. Was? Oh mein Gott, nein. Glück gehabt. Was? Was, der ist da durch? Oh Gott. Moment. Weg damit. Das muss nicht sein. Och, der hat mir die Pflanze verknabbert. Geht gar nicht. Muss ich ein bisschen aufpassen.
Jetzt wird es nämlich, also es wird doch fast ein Mini-Ticken kritisch. Aber so ein Mini-Ticken, es ist nicht schlimm. Aber es ist so ein bisschen. Also aufpassen muss man definitiv, weil, ja, ganz so easy ist es dann wohl teilweise doch nicht. Man merkt ja, manche kommen dann doch auf einmal durch, wenn man da nicht aufpasst. Ja, weil ich aber auch von einem doofen Heuschnupfen reden muss. Ja. Anstatt mich auf das Spiel zu konzentrieren. Ja, Mensch, das geht ja mal gar nicht. Ich mag das Lied. Da oben haben sie schon wieder einen weggeknabbert. Finde ich toll. Knabbert ruhig alles weg. Ist alles gut. Wenn ihr meint, dann macht doch. Macht doch. Knabbert doch einfach. Und ich musste gerade an die Arbeit denken, dass ich morgen Arbeit habe. Was heißt morgen? Heute. Wenn ihr die Folge seht, bin ich hoffentlich schon zu Hause. Och, Gottes Willen. Ich freue mich gar nicht drauf. Ich mag nicht in die Arbeit gehen. Ja, momentan ist es ein bisschen stressig. Ich mag die Arbeit an sich eigentlich schon, aber es gibt so gewisse Facetten an der Arbeit, die ich absolut nicht leiden kann. Und ich dann manchmal echt schon gesagt habe, oh, ich will am liebsten das Handtuch wieder schmeißen. Aber ich will kein Handtuch schmeißen. Nicht wieder, also wieder nicht falsch verstehen. Ich habe noch nie das Handtuch geschmissen in der Arbeit. Aber ich würde es am liebsten tun. Mache ich aber auch nicht, weil es wäre dumm, aber was heißt, es wäre nicht dumm? Und wenn es Gründe hat, ja okay, aber es wäre nicht das, was für mich persönlich der richtige Weg wäre. So viel ist klar. Wäre nicht gut. Wäre mir nicht zu raten, so etwas zu machen. Okay. Aber Knofi fressen die gewaltig zusammen. Das ist schon heftig mit denen. Schon ganz schön übel. Voll übel mit denen hier. Da oben ist noch Knoblauch. Okay, gut. Aber sie werden richtig schön geslowt. Das finde ich toll. Okay. Klappt eigentlich ganz gut. So, hier müssen wir wieder einen Knoblauch hinsetzen. Boah, was es Münzen gibt hier. Das ist der Wahnsinn. Und nochmal eine Schoki. Das... Miep. Ich muss das Handy woanders hinlegen. Es vibriert so laut. Das ist so krass, wie laut es vibriert. Was haben wir denn bekommen? Eine WhatsApp-Nachricht. Ja, wundervoll. Da lese ich jetzt nicht. Ich weiß ja, wer das ist. Ich weiß es ja, wer das ist. Das ist mit Sicherheit der Rico. Der Rico, der mir schreibt. So, jetzt gucken wir mal. Die nehmen wir jetzt noch mit. Und dann brauchen wir natürlich wieder den Knoblauch. Und ja, dann nehmen wir noch irgendwie sowas in der Art mit. Und ach, da ist so jemand. Ach so. Ja, Moment. Ja, aber der schießt ja von weiter hinten. Ja, dann ist es schon ganz gut, dass wir so irgendwas in der Art dabei haben. Ich denke, das sollte schon ganz gut funktionieren. Jetzt habe ich den Grabfresser doch nicht mitgenommen. Ich dachte, ich hatte den Grabfresser dabei. Ach Mist. Ach Mist, da habe ich mich jetzt vertan. Kein Grabfresser dabei. Ja, aber das Level neu starten kommt absolut nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage. Dann hilft es nicht, dann haben wir halt keinen Grabfresser dabei. Das ist der Wahnsinn. Kaum liegt das Handy woanders, spüre ich die Vibration zwar immer noch am Tisch, aber ich höre es wenigstens nicht. Das macht immer voll Möp. Finde ich voll doof. Ich mag das Handy. Ich liebe das Handy. Es ist ganz, ganz cool und toll und klasse und ist auch noch gar nicht alt und ist heute schon am Boden gefallen und es ist toll und es ist spitze und es ist wasserdicht. Ja, ist das nicht schön? Ja, es ist heute erst auf den Boden gefallen. Also ich wundere, dass nichts passiert ist. Und ich war nicht schuld. Ja, ich bin neben meinem Partner gestanden und er hat eine komische Handbewegung gemacht in dem Moment, als ich mich gedreht habe und vor, ja, ich kann nicht sagen Schreck. Es war auch nicht, dass er mich stark berührt hätte, aber die Berührung hat mich einfach reflexartig dann das Handy fallen lassen. Fand ich toll. In dem Moment dachte ich mir so, och nö, nicht kaputt, oder? Das ist nicht mal ein Kratzer. Nicht mal ein Kratzer, das ist so krass. Nicht mal ein Kratzer. So, jetzt kommen die nächsten. Funktioniert so einwandfrei, diese Technik ist so krass und vor allem, man muss wirklich sagen, ich gehe mal stark davon aus, dass uns die Technik speziell dann auch, wenn es um die Nebellevel geht, könnte das interessant werden. Mal gucken. Okay, die Maus fährt also an dem Bild vorbei. Das ist ja nett. Ist ja cool. Das sieht man gar nicht, wenn ich die Maus außerhalb des Bildschirms bewege, weil dann verschwindet die so unter dem Bild. Miep, miep, miep. Cool. Auch nicht schlecht. Fallen. So. Funktioniert ganz gut. Okay. Ich mache jetzt eigentlich nur noch was, damit ich was mache, weil ich muss ja gar nichts mehr machen. Das ist ja das Lustige. Ich mache einfach nur noch irgendwas. Sobald ich mir irgendwie die ein oder andere Münze über habe, mache ich irgendwas, damit ich was mache. Das ist so toll.
Weil ich gar nichts mehr machen müsste. Das ist der Wahnsinn. So. A huge wave of zombies is approaching. This is very nice. Oh my god, there is a huge wave of zombies approaching. Oh my goodness. Okay. Boah, der ist schon... Ach, der fährt doch bis dahin. Der fährt doch. Die Dinger können fahren. Dachte, die können nicht so weit fahren. Na dann gut, dass ich das jetzt weiß. Ach, dann ist er jetzt da drüber gerollt. So, der macht mir jetzt meine Pflanzen kaputt. Also, sehr toll. Weiß ich das jetzt auch. Dass die Dinger da auf die Stacheln raufrollen. Das wusste ich nämlich nicht. Ja, toll. Sehr spitze. Naja, gut. Wäre schön, wenn ich das jetzt weiß. Kann ich mich da wenigstens drauf vorbereiten. So. Och, nö. Och, nö. Oh, no. This is not good. Oh, no. No, 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 no. No. So. Oh, gut. Sehr schön. Ha. Glück gehabt. Nein. Hör doch mal auf, da oben den Knoblauch schon wieder wegzufressen. Du, Dämmlack, du. So. Also, es wird ja doch noch ein bisschen. Aber so minimal. Also es ist wirklich nur minimal, aber es wurde jetzt doch noch so einen kleinen Moment interessant. Wobei das noch nicht die letzte große Welle ist, muss man dazu sagen. Boah, ist der weit gekommen. Boah, ist der weit gekommen. Ja, heftig. Da sind jetzt schon zwei weg. Ja, krass. Glaubt, da wäre es vielleicht doch ganz gut gewesen? Ich weiß nicht. Boah, ist er heftig. Hört doch mal auf. Hört doch mal auf. Ist nicht gut. Hört auf mit dem Scheiß. Oh, okay. Da, pack hin. Pust das weg. Pust das Ding weg. Hör auf. Friss das nicht zusammen. Danke. Oh, gut. Alles gut. Alles ist gut. Alles wird toll. Alles ist gut. Wahnsinn. Wahnsinn. Peter, hört doch mal auf da hinten. Das ist ja Wahnsinn. Wie fressen wir das jetzt alles weg? Finde ich ganz klasse. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. So schlimm ist es gar nicht. Ist ja nur die eine Reihe, die halt da immer ein bisschen gefährdet ist. Aber weiter würden sie gar nicht kommen, weil es sind ja immer noch die Melonen da. Die Melonen bereiten ihnen dann doch ein bisschen Probleme. Tut mir aber leid. So. Nee, Knoblauch brauchen wir im Moment keinen. So, jetzt kommt die letzte große Welle. Ui, sehe schon. Sonnentechnisch wird es ein bisschen schwierig werden. Gut. Heißt, ich mache jetzt einfach da noch sowas hin. Ja, es ist auch noch ein Grab gespawnt. Finde ich toll. Finde ich klasse. Ich danke. Ich danke vielmals. Finde ich super. Dankeschön. Ist lieb von euch. Danke euch. Dankeschön. 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 Deswegen gehen sie aber auch alle da und die kommen gar nicht so weit. Weil selbst wenn sie ein Stück weit kommen würden, sind immer noch die Melonendinger da. Und die killen sie dann definitiv. Von daher haben sie gar keine andere Möglichkeit. Was mich jetzt interessieren würde, ob das Ding irgendwann weiter vorfährt, wenn es nichts mehr zum Abschießen hat. Das würde mich jetzt interessieren. Wie gehen die Dinger hier jetzt down? Ach, die zerreißt irgendwann von selbst? Oder was passiert mit dem da jetzt? Kann mir das jemand sagen? Ich meine, ich würde es jetzt nicht drauf ankommen lassen, weil es dauert ja ewig, bis der das Nüsschen da down bekommen hat. Aber das wird doch jetzt ewig so weitergehen, oder? Nee, jetzt hat er gleich keine Kugeln mehr. Ich sehe es gerade. Das ist die letzte. Ach, dann fährt er weiter. Okay. Ach ja, und jetzt ist er tot. Das ist ja mal cool. So kann man dieses Level natürlich auch zu Ende bringen. Interesting, interesting. Oh my god. Oh, Survival Pool Hard. Och nö, ich hasse das Pool-Level. Ich will das gar nicht spielen. Ja, das wird jetzt lustig. Wie machen wir denn das Pool-Level in dieser Folge? Auf alle Fälle brauchen wir die hier und die hier. So viel ist schon mal klar. Wir brauchen das hier, das ist auch klar. Wir nehmen das hier mit. Dann gehen wir in den Shop, bevor ich es vergesse, und kaufen das hier. Gut. Und dann brauchen wir natürlich irgendetwas, was schießen kann. Ich würde auch sagen, wir arbeiten dann auch mit den Miezekatzen. Miezekatzen sind immer gut und vielleicht am Anfang mit irgendwas Kleinem, was schießen kann, nicht unbedingt viel braucht. Das heißt, wir könnten erstmal mit den P-Shootern arbeiten. Ja. Die Poolpflanze, wo ist denn die? Ach, die ist, wo ist denn die jetzt? Die ist hier, ach, die ist nur für Nacht, die ist nur für Nebel. Für Nacht und Nebel. Okay, also das hier,
Und dann brauchen wir vielleicht noch irgendwas, was wir so zwischendrin noch einsetzen können, wie beispielsweise das hier, genau. Das heißt, so versuchen wir das Ganze mal anzufangen. Das könnte funktionieren. Schauen wir mal. Oh, ich sehe schon kommen, es wird ein ganz, ganz hartes Ding. Also das wird sicherlich nicht leicht werden. Aber ich denke, das schaffen wir. So schwer wird es schon nicht werden. Wenn ihr eine bestimmte Idee habt, ich habe sowieso vor, die nächste Folge erst aufzunehmen, da ist die Folge schon längst auf YouTube. Von daher, wenn ihr einen Tipp habt, nehme ich natürlich gerne an. Also habe ich jetzt, wäre jetzt kein Problem, auf das einzugehen. Manchmal nehme ich ja dann meistens schon wieder auf, bevor die Folge online ist. Wobei momentan, wo ich das meiste ja so dermaßen just in time aufnehme, es ist ja dann eh meistens so ist, dass das andere schon auf YouTube ist. So, jetzt geht's los. Was denn? Bin hier vertippt hier. So. Na, wenigstens ist es nicht Zombotanik. Wenn es Zombotanik wäre, stellt euch mal vor. Lieber mache ich dieses Level als Zombotanik. Definitiv. So. Wenigstens hagelt es hier ein bisschen schneller Sonnen, als es das so in manch anderen Levels tut. Ach, geht das jetzt schon los mit den Dingern hier? Ist ja wurscht, dann soll da hinterher zusammengestampft werden. Na doch, wurscht. So, da mal jede Menge Sonnen. Dass jetzt schon einer mit Hütchen kommt, das ist schon ein bisschen, puh. Ja, wobei, es geht eigentlich. Ist ja kein Problem. Das erste, wenn wir die erste Runde nicht schaffen würden, dann wäre es sowieso für die Katz ohne Scheiß. Also dann könnte ich das Spiel eh wieder aufhören. So, jetzt schauen wir mal, wie weit der kommt. Wenn es wirklich ist, können wir dann immer noch den Kürbis hinpflanzen, den ich immer Matschbirne nenne. Seitdem wir in den Kommentaren darüber geschrieben haben, dass es ja gar keine Birne, sondern Kürbis ist, kann ich irgendwie nicht mehr Matschbirne dazu sagen, weil es ist ja gar keine Matschbirne. So. Genug gesponnen. Es wird ernsthaft weitergespielt. Okay, komm, mach. Danke. Packen wir das hier hin. Dann will ich hier noch mit den Sonnen fertig werden. Denn wir brauchen ganz viele Sonnen für das Level. Wenn ich mir noch nicht sicher bin, wie ich das Level aufziehe, aber so im Groben habe ich eine Idee. Im Groben. So. Und zu der Idee gehört halt jedenfalls, dass wir jede Menge Sonnen brauchen, sonst geht's nicht. Sonst geht mir das nicht auf. Okay. Gut, da geht definitiv down, bis er am Ende angekommen ist. Das ist schon mal gut. Machen wir das dahin und packen das dahin. In die Mitte werden die auf alle Fälle hinkommen. Das ist schon mal klar. Die kommen in die Mitte hin. Ins Wasser. Und da werde ich vermutlich dann mit den Melonen arbeiten. Das ist so im Moment die Idee, die ich so verfolge. Vielleicht den Duplikator oder den Dublinator dann mitnehmen. Weil der ja dann mir die Pflanze, die ich meines Erachtens in dem gewissen Level halt dann am wichtigsten brauche, mir dann auch am schnellsten verfügbar wäre, weil ich sie ja dann doppelt hätte. Von daher, also wenn ihr jetzt irgendein komisches Geräusch gehört habt, das war eine Fliege. Wir haben nämlich eine Fliege da. Ich glaube, wir kommen nämlich ein Gewitter oder so. Dann kommen die Drecksviecher nämlich immer in die Wohnung. So ärgerlich. Ich hasse das. Fliegen in der Wohnung ist sowas Ärgerliches und Nerviges und bah, grausam. So. Eigentlich sollte ich jetzt noch andere Shooter hinpflanzen, aber ich will im Moment noch keine Shooter pflanzen, weil ich die wieder wegreiße. Das heißt, ich sollte mich vielleicht jetzt einfach aufs Pflanzen sammeln ein bisschen, aufs Pflanzen sammeln, auf Sonnen sammeln ein bisschen konzentrieren. Dann kann ich wenigstens ganz viele Sonnen im nächsten Level gleich einsetzen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Sonnen sammeln und die kleinen, feinen Kätzchen. Genau. Die Kätzchen pflanzen. Ah, schon wieder 19 Minuten. Ist der Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Das ist so krass. So. So. Oh, wir haben über 1000 Sonnen schon. Komm, bitte zieh den nicht unter Wasser. Ach komm, der war doch eh schon fast down. Hättest du jetzt aber auch leben lassen können, Tangela. Das muss nicht sein. So. Okay. Die hier kann dann hier wieder weg. Das hier hin. Das hier hin. Oh, da kommt schon einer mit Helm. Wie ich die liebe. Bin mal gespannt, wie viel Schaden macht er denn, den Ding? Ziemlich viel eigentlich. Würde ziemlich schnell down gehen. Gut. Aber sicher ist sicher. Lass uns lieber unter Wasser ziehen, dann weiß ich, dass er definitiv down geht.
Okay. Gut. Oh, und die nächste Sonne. Wir sammeln also jetzt gerade wirklich extrem viele Sonnen. Das ist sehr gut. Das ist optimal. Das ist das, was ich gehofft habe. Oh, schon down? Oh, der geht schnell down. Die Katzen sind optimal dafür. Die Katzen sind echt optimal. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass man die nur im Wasser setzen kann. Echt sehr, sehr schade. Weil die, man sagt, wie lange es dauert, also wie schnell die Zombies jetzt hier down sind, nur weil die Katzen da auf sie losgehen, das ist krass. Das ist übelst krass. Na gut. Das ist ja toll, wenn das so schnell funktioniert. Komm. Gehen wir da mal hier vorne so zur Sicherheit hin. Weil ich nicht glaube, dass der so... Da wird schon ein Stückchen kommen. Bin mir ziemlich sicher. Wobei, es geht ziemlich schnell. Wenn die alle auf den losbrettern, boah, geht das schnell. Und jetzt stellt euch vor, dass wir noch viel, viel mehr von den Katzen dahin bekommen. Ist ja dann optimal. Ich sage ja, es ist viel zu schade, dass man die Katzen nur im Wasser setzen kann. Wobei, das ist nicht schlimm, weil wir dann später einfach im Wasser die Sonnenblumen wegnehmen werden. Und das ist nicht mehr ganz so schlimm, dass es nur im Wasser geht. Dann haben wir nämlich jede Menge. Boah, es wird immer mehr, was man hört, was da aufprallt drauf. Wahnsinn. So, jetzt kommt noch eine große Welle. Und das ist noch weg. Und wir haben 2000 Sonnen. Fast 2500. Ich korrigiere, 2500. Das ist dann natürlich optimal. Nicht gut. Mal weggeschnappt. Das sind dann die Dinge, die halt dann ein bisschen ärgerlich sind, wenn sowas passiert. Das ist dann mehr wie ärgerlich. Aber nicht schlimm. Das ist auch, weil wir halt noch keine wirkliche zusätzliche Verteidigung dort haben. Dass man sagt, okay, man hätte hier halt irgendwie Nüsse gehabt. Wir haben ja null Nüsse da stehen. Dann wäre das mit Sicherheit auch leichter gegangen. Oder ich hätte das hier drauf gepackt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. So, dann haben wir diese Fleck geschafft. Two Flags completed? Wirklich? Wieso zwei? War doch erst eine Flagge, oder? Es war doch erst eine Flagge. Warum zwei Flaggen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls verabschiede ich mich an dieser Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.